denn herzlich willkommen hier bei der Agrargenossenschaft Maypool. Mit mir, der Koch. Ja. Wie ihr in den letzten Folgen schon gesehen habt, ist es umfangreicher geworden, aber natürlich auch schwieriger dadurch. Durch den erhöhten Anteil an Produktionen, die alle ihr Für und Wider haben, kommt man so ein bisschen ins Grübeln, was mache ich denn jetzt genau? Und wir hatten sie gestern auch vom Dom gehört. Ja, es ist nicht einfacher geworden. So. Gut. Aber nichtsdestotrotz geht es hier weiter bei mir. Ich stehe hier gerade auf dem Gelände der Genossenschaft. Das soll dann irgendwann mal erweitert werden jetzt. Und ich werde mir noch schnell ein... Nee, doch nicht. Wir werden mal starten. Und zwar möchte ich gerne meine Ballenpresse austauschen. Ich habe mir mal überlegt. Ich tue ja jetzt viel Ballenpressen. Habe jetzt mal geschaut im Shop. Hatte mir jetzt die Fast Bale geholt. Die hier ganz hinten. Fast Bale von... Von Vicon oder Cableland, eine Ballenpresse, Grasballenfolie zu so verpackt sind. So, und jetzt haben wir hier noch die von Pöttinger, die Impress 185 VC Pro, die auch wickeln kann. Jetzt ist die Frage, ob sie eine Vorpresskammer hat, müsste sie aber eigentlich rein theoretisch. Aber wir gucken mal, aber sie macht größere Ballen, mir geht es um die größeren Ballen, weil sie macht Silageballen 125 bis 150 cm und die Vicon nur 125 cm. Ich möchte so wenig Ballen wie möglich, also so große Ballen wie möglich produzieren, um sie dann auch dementsprechend verkaufen zu können. Quaderballen passen, Ballen erstmal raus, weil da reduziert sich, glaube ich, das Volumen irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Hatte ich jetzt mal gehabt. Und darum wollen wir die mal tauschen. Wir nutzen natürlich wieder Autodrive, unsere neu eingefahrenen Kurse. Sind noch nicht alle drin, aber ein großer Teil. Wir lassen uns die mal so nebenbei anzeigen. Haben wir hier welche drin? Oh, da müsste dann jetzt rumfahren, genau. So, fährt jetzt einmal kurz über den Heizkraft-Trigger. Und dann schauen wir mal. So, wie sieht es jetzt aus? Und zwar, wir haben jetzt hier dieses Gelände 94 für die Genossenschaft. Möchte gerne dann aber die Genossenschaft erweitern auf die 93 noch. Dort sollen Verkaufspunkte entstehen oder hier die Verkaufspunkte und dort der ganze Rest, aber schauen. Weil Verkaufspunkte sind jetzt auch einige dazugekommen. Und die muss man ja auch irgendwie unterbringen. Des Weiteren gehen wir mal zu mir rüber. Ich habe jetzt hier meine Spinnereien aufgebaut auf meinem ehemaligen Feld für die Oliven. Ich habe jetzt hier 4 Spinnereien, die sollen dann hauptsächlich laufen. Eventuell kommt noch eine 5. dazu, weil Wolle produziere ich jetzt relativ gut und das erst bei halber Leistung. Ich habe jetzt 60, 120, 240 Schafe. Die vermehren sich jetzt in den nächsten 1-2 Tagen und dann verdoppelt sich das ganz normal. Gras ist schon da und da kann ich hier richtig Gas geben. Baumwolle habe ich auch drin. Gucken wir schnell rein. Baumwolle habe ich schon drin. In einigen Produktionen, da bin ich noch am Ernten. Also im nächsten Tag in-game kommen nochmal 15, knapp 20.000 Baumwolle dazu. Die können wir dann auch verteilen, also läuft das hier auf Vollgas. So, wir müssen jetzt hier alles auch verteilen. Also wir sammeln. Das läuft soweit ganz gut. Da ist alles im grünen Bereich. Nichtsdestotrotz müssen wir auch noch ein bisschen sammeln. Und zwar hier und da mal ein paar Inkredenzien wieder einsammeln. Ihr seht, hier liegt noch ein Ballen rum. So, lösen. Hier ist eine von meinen 4 Wiesen. Die habe ich jetzt gestriegelt alle. Und da kommt dann mein Gras runter, was ich jetzt ja in den letzten Folgen schon erwähnt hatte, dass ich das nutzen möchte als Geldquelle für meinen Aufbau des Hofes. Da das für mich zurzeit dann die bessere Geldquelle ist, ja.
So. Ich greife hier zurück auf gebaute Industrie, selbstgebaute, weil die der Modder hier verbaut hat, ist manipuliert. Das heißt, folgendermaßen manipuliert. Sie läuft extrem langsamer. Sie ist um einiges reduziert an Leistung. Die Industrie und das stoppt natürlich. Wir sind ja auch nicht dafür, dass wir da durchrasen durch das Spiel. Bin ich voll dafür. Aber wenn ich dann für eine Palette für eine Palette Möbel 1,5 Tage brauche, ja, das bremst den Spielspaß natürlich ungemein aus. Ja. So, wir sammeln hier erstmal alle Paletten wieder runter und alle Inkredenz oder alle Produkte, die wir produziert haben. Die kommen natürlich ins Palettenlager. Hier hole ich mir den Stoff raus. Das ist am einfachsten. Ja, unser starker Farmer, der ist natürlich Gold wert hier auf der Karte bei uns. Hier haben wir noch eine Stoffpalette hinter, glaube ich. Ja, wenn die Spinnereien hier leer gelaufen sind, dann verschwinden die natürlich auch. Wie gesagt, eine kommt noch dazu, eine fünfte. Aber natürlich muss ja das Geld natürlich auch erstmal produziert werden dafür. So, dann sammeln wir hier gleich noch die Erdbeeren wieder ein. Sind natürlich wieder ein paar Erdbeeren draußen, wenn wir hier schon mal unterwegs sind. Nutzen wir das natürlich das Ganze gleich mit. Wer sonst verschwendet. Das kommt, wie gesagt, auch ins Lager. Erdbeeren, lassen sich gut verkaufen und später natürlich, habt ihr gesehen, wir haben jetzt auch eine Bierproduktion drauf für Erdbeerbier. Und da kommen die dann auch gut. Also werden diese Gewächshäuser nicht generell runterfliegen, die werden natürlich jetzt erstmal verschwinden, aber kommen in größerer Anzahl sicherlich wieder, weil Gewächshäuser ist für mich so ein kleiner Geldgarant. Extrem wenig Arbeit habe ich damit. Ja, also mal hier und da mal Wasser auffüllen, alle 5, 6 Tage mal. Die laufen echt gut durch. Und es kommt immer wieder was raus, was dann auch Geld bringt. Ja, und ob ihr jetzt nur Tomaten rauslaufen lasst oder das spielt im Endeffekt keine Rolle. Haut alles raus, weil am Ende vom Tag gehen die Tomaten auch nicht schneller, wenn ihr bloß die Tomaten durchlaufen lasst. Das wäre so eine Option, dass man, wenn man nur eine Inkredenz, dass ich dann darauf die gesamte Kraft oder die gesamte Leistung konzentriert und dann natürlich davon mehr produziert wird. Und das wäre natürlich noch so eine Option, die man einfügen könnte. Aber mal gucken, was Giants dann noch bringt, dann Updates. Jetzt war ich schon unterwegs, schon wieder mit Sprühdüngung und sowas alles. Ein paar Fact-Sheets gesehen zur aktuellen Zeit zur Aufnahme. Echt zur Ausstrahlung jetzt mittlerweile schon draußen. So. Unser Axion kommt auch gerade zurück. Und Axion hängt, glaube ich, fest irgendwo. Verrückt ist sein hier. Blamieren wir uns mal ein bisschen auf, bis auf die Knochen. Weil das ist auch kurios. Also die Hecken haben keine Kollision für Fahrzeuge, aber für Paletten oder Produkte, Ballen etc. Da sind dann wieder Kollisionen eingebaut. Verwirrt mich mal so ein bisschen. Aber gut. So soll es sein. So. Hey, warum steht ihr davon? Jetzt hier gestanden. Muss ich das verstehen, oder?
Der ist hier nicht weiter. Das steht der Teufel. Ganz komische Sache. Also hier fährt er ja dann weiter. Komische Sache. Aber gut. Wir wollen ja unsere Ballenpresse holen. Damit lassen wir gleich zum Shop zurückfahren. Standard Shop und los. So, hier steht unser Baumwollernter, mit dem haben wir gestern schon geerntet. Setzen den mal nochmal zurück, bitte. Ja, den habe ich geleast. Den lasse ich jetzt über Tag stehen. Auch wenn er mich dann natürlich etwas mehr Geld kostet. Aber da spielt es mal nicht so eine große Rolle. So, gucken wir mal ins Lager. Was haben wir denn im Lager Schönes drin alles? Gerste, das ist für die Hühner noch. Wolle haben wir noch 6000 drin, für die nächste Spinnerei nochmal. Diesel haben wir auch da. Kleidung haben wir 5. Stoff haben wir 5000 da. Sonnenblumen und Rapsöl haben wir auch da. Tomaten. Bretter und Möbel. Ja, ansonsten seht ihr hier die lange, lange Liste der neuen Früchte, die mit dazugekommen sind. Und mal gucken, was wir uns davon noch mit antun dann, ja. So. Das mal, den Anhänger mal wegstellen. So. So, was machen denn meine Hühner? Meine Hühner. Echt, also Hühner, Leute, ist so eine Gelddruckmaschine. Damit könnt ihr echt ein bisschen was an Geld machen, ja. Wahnsinn. Ich meine, hier mal die eine Palette. Wir gucken mal, was die eine Palette jetzt bei mir. Ich habe jetzt noch den Golden Market Verkaufspunkt noch bei mir hier drauf. Gucken wir, was die eine Palette Eier jetzt bringt jetzt hier. 1400 Eier. Ihr seht, es rasselt nur so runter. Ja, knapp 4700 Euro. Eine Palette. Eine Palette Eier. Wie viele Eier haben wir noch? Aha, der Golden Market bringt knapp ein Tausender mehr als sonst. Ich glaube, da muss ich den wieder runternehmen, ja. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das würde den ganzen Markt verzerren, würde alle bis und dort verkaufen. Das soll ja nicht sein. So, wir gucken mal nochmal durch. Ich suche mir noch eine Saatgutproduktion. Die ich vermisse etwas. Zwiebeln. Pepsi-Cola. Raffinerie. Bier. Gut, ich schaue das mal nach und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen hier in der Agrargenossenschaft Maypool und ich bin raus. Bis denn, tschüss.